Hallo und willkommen zur Hessenschau am Mittwochabend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Fahrverbote wegen überschrittener Schadstoffwerte waren in hessischen Städten lange ein Thema. Jetzt scheinen sie vom Tisch zu sein. Die beiden interessieren sich wahrscheinlich mehr für Wasserqualität. Die neuen Otter sind die Stars in der alten Fasanerie in Hanau-Kleinauheim. Wir starten mit einem echten Hammer, den der Präsident des Bundessozialgerichts in Kassel losgelassen hat. Bei einer Tagung gestern hat er gesagt, Ungeimpfte könnten an den Behandlungskosten beteiligt werden, wenn sie krank werden. Klar, so ein Intensivbett, da gehen die Kosten schnell in die Zehntausende pro Woche. Wir haben gefragt, warum soll das die Allgemeinheit zahlen? Man hat ja die Möglichkeit, sich zu impfen, kann sich selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und wenn man dann halt die Einstellung hat, ich möchte das nicht machen, kann ja deine Einstellung sein, aber da musst du auch halt die Konsequenzen dafür tragen, ne? Also ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen unfair. Es sollte die ganze Gemeinschaft machen und nicht die Ungeimpften selber. Warum? Das zumindest. Weil ich finde, klar wäre es besser, wenn man sich impft, aber irgendwie finde ich es trotzdem unfair, es auf denen dann die Kosten auf denen sitzen zu lassen irgendwie. Wenn es an Geldbeutel geht, egal ob Religion, Politik, groß oder klein, dann werden die Leute wach, wenn es an Geldbeutel geht. Das ist auch so eine Erfahrung. Das finde ich nicht gut. Absolut nicht. Also wie gesagt, wir sind ja alle, wie gesagt, zusammen. Sozialstaat sollen wir ja normalerweise sein. Es werden viele gar nicht bezahlen können, erstmal, die eingeliefert werden. Und das gibt wieder einen riesen Verwaltungsaufwand und noch mehr Kontrolle und alles. Und ich glaube, der Vorteil wiegt nicht die Nachteile auf. In Singapur gibt es das übrigens schon. Da müssen ungeimpfte Covid-Patienten seit Dezember selbst die Kosten für ihre Behandlung tragen. Und auch bei uns gibt es das schon in bestimmten Fällen, dass man für selbstverschuldete Behandlungen auch selbst zahlen muss. Aber lässt sich das so einfach auf Covid übertragen? Der Kampf gegen die Pandemie. Auf den Intensivstationen geht er für viele um Leben und Tod. Häufig sind es Ungeimpfte, die ihn ausfechten. Der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, hält es für zulässig, wenn der Gesetzgeber an den Behandlungskosten auch den ungeimpften Patienten beteiligt. Die in Anführungszeichen abschreckende Wirkung einer solchen Kostenbeteiligung würde doch vielleicht den einen oder anderen klug werden lassen und sagen, gut, also das Risiko möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich wäge jetzt ab, welche Nachteile hat eine Impfung und welche Nachteile hätte es möglicherweise auch für meinen Geldbeutel, wenn ich mich nicht impfen lasse, aber hinterher an den Kosten beteiligt werde. Ausgenommen sollen die Patienten sein, die sich nicht impfen lassen können. Auch wenn im Kampf um das Überleben die Kosten hinten anstehen, ist eine intensivmedizinische Behandlung von Covid-Patienten aufwendig und teuer. Nach einer Erhebung der AOK kostet sie durchschnittlich 34.000 Euro, wenn der Patient beatmet werden muss. In Singapur beispielsweise müssen Ungeimpfte seit Dezember ihren Krankenhausaufenthalt teilweise selbst bezahlen. Ziel ist auch hier, die Impfquote zu erhöhen. Ein exotisches Beispiel, das sich nicht einfach auf Deutschland übertragen lässt, sagt die Kassenärztliche Vereinigung Hessen. Wenn wir wirklich diese Art des Verursacherprinzips in die, jetzt sagen wir so, Kostenbeteiligung einer Krankenhausbehandlung einführen, dann brechen wir mit allen Grundsätzen dieses solidarisch finanzierten und auf Solidarität aufgebauten Gesundheitssystems in Deutschland. Ähnlich sieht es der Verband der Ersatzkassen in Hessen. Solche Bestrafungen seien nicht vereinbar mit dem Solidargedanken der gesetzlichen Krankenversicherungen. Daher gilt der Grundsatz, dass eine medizinisch notwendige Behandlung unabhängig von Fragen einer möglichen Vermeidbarkeit von der GKV bezahlt wird. Das betrifft die Folgen des Rauchens oder des Übergewichts ebenso wie die Folgen einer einseitigen Ernährung, Bewegungsmangel oder sonstigen ungesunden Verhaltensweisen. Aber auch in Deutschland kann es vorkommen, dass sich Patienten jetzt schon an den Kosten ihrer Behandlung beteiligen müssen. Etwa bei Gesundheitsschäden, die durch Schönheitsoperationen oder Tätowierungen entstanden sind. Wir reden hier über medizinisch nicht notwendige Eingriffe und deren Folgeschäden. Wo ist denn der medizinisch nicht notwendige Eingriff, der den Folgeschaden eines stationären Aufenthalts mit einer Covid-Infektion auf Normal- oder Intensivstation verursacht hat? Das sind schlicht und einfach Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer
nicht haben impfen lassen oder noch nicht haben impfen wollen. Vom Vorstoß des obersten Sozialrichters zeigt sich auch Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Science irritiert. Da sitzt ein Richter, der sagt, ich persönlich bin der Meinung, dass Ungeimpfte irgendwo ein höheres Risiko für sich selbst schaffen und damit weniger Versicherungsschutz haben sollten. Und das ist natürlich eine Aussage von einem Gericht, dass wir neutral an die Dinge rangehen sollen, die schon ja, eine Positionsfestlegung beinhaltet. Und das überrascht mich von der Stelle. Ungeimpfte Patienten an ihren Behandlungskosten zu beteiligen, es scheint ein wenig realistisches Gedankenspiel zu sein. Es wird immer schlimmer. Das hört man immer wieder, wenn von geklauten Handtaschen, Wohnungseinbrüchen oder dem falschen Polizistentrick die Rede ist. Dabei gehen die klassischen Straftaten seit Jahren zurück. Aber Hass und Hetze im Netz, die werden wirklich immer schlimmer. Landrat Christian Engelhardt ist entsetzt. Plötzlich waren im Netz hunderte Kommentare über ihn zu lesen, vor allem Hasstexte, weil er sich zuvor für Maskenpflicht in Schulen ausgesprochen hatte, damit sie wieder öffnen könnten. Ein Video davon machte die Runde. Das Video wurde aus dem Zusammenhang gerissen, in eine Telegram-Gruppe mit, ich glaube, 130.000 Followern hineingepostet, inklusive meiner Kontaktdaten, und daraus kamen dann diese ganzen beleidigenden Nachrichten. Engelhardt wurde massenhaft bedroht. Er sollte sich eingeschüchtert fühlen, unter Druck. So sah das aus, sagt er mir. Und das ist dann zum Teil beleidigend, hirnloses Rindvieh, zu wenig Sauerstoff, überdimensionale Filtertüte oder dann eben, ich würde ihn gern von seinem Leid erlösen mit der Axt, dem Messer oder der bloßen Hand. Meine persönliche Toleranz gegenüber rechtswidrigen Bedrohungen oder Beleidigungen ist deutlich gesunken. Dinge, die ich früher einfach akzeptiert, abgeheftet, weggeworfen habe, bringe ich jetzt zur Anzeige. Der CDU-Mann erhielt wochenlang Polizeischutz. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im vergangenen Herbst. Er ist kein Einzelfall. Straftaten mit Corona-Bezug nehmen insgesamt deutlich zu. Allein gegen Amtsträger und Politiker gab es 237 neue Fälle. Eine Steigerung zum Vorjahr um 60%. Das ist ein Ergebnis der Kriminalstatistik, die der Innenminister heute vorstellte. Insgesamt sei die Sicherheitsbilanz in Hessen aber sehr gut, betonte Peter Beuth. Dank der tüchtigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Lande haben wir die Aufklärungsquote wieder erhöhen können. Die Straftaten sind zurückgegangen und die Kriminalitätsbelastung insgesamt für die Bürgerinnen und Bürger ist zurückgegangen. Besorgniserregend sei allerdings, unter die Corona-kritischen Demonstrationen und sogenannte Spaziergänge mischen sich zunehmend Rechtsextremisten. Sie nutzen diese Bühne, um die Demokratie zu verunglimpfen. Auch Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten nehmen dramatisch zu, ein Plus von 20%. Völlig inakzeptabel sei das, so der Minister. Wer unsere Einsatzkräfte angreift, der greift unseren Rechtsstaat an. Und das müssen wir deutlich machen und das müssen wir im Grunde auch hart bestrafen. Ich bin der Auffassung, dass wir hier noch deutlich nachbessern müssen. Der Deutsche Bundestag ist aufgefordert, dass wir die Mindeststrafe für Angriffe gegenüber Polizeibeamte, gegenüber Einsatzkräfte, dass wir die noch weiter verschärfen. 10 Millionen Euro soll es jetzt für mehr Prävention und Extremismusforschung geben. Die Gewerkschaft der Polizei fordert von der Landesregierung beherztere Konzepte gegen die Feinde der Demokratie, auch Unterstützung für die Justiz. Natürlich haben die Gerichte und die Staatsanwaltschaften zu wenig Personal. Das ist ja unlängst auch in den Medien kolportiert worden. Auch hier muss deutlich Personal hinterlegt werden, damit wir das, was wir als Polizei entdecken und beanzeigen, auch aburteilen können. Landrat Engelhardt hat Familie. Er will sich auch privat sicherer fühlen. Deshalb fordert er, dass jeder bedrohte kommunale Mandatsträger auch finanziell unterstützt wird, nicht nur Landespolitiker. Wenn ein Kommunaler auf Empfehlung der Polizei Maßnahmen ergreifen muss, dass er das nicht alleine zahlen muss, zum Beispiel Sicherungstechnik an seinem Haus. Die Kriminalstatistik sieht in Hessen zwar gut aus, der Fall des Landrates zeigt aber deutlich, für bedrohte Politiker muss wohl noch mehr getan werden. Und noch was zum Thema Kriminalität. Innenminister Peter Beuth will den ständigen Geldautomaten-Sprengungen was entgegensetzen. Mehr dazu jetzt von Kai Fischer in den Nachrichten.
Ja, Beuth kündigte heute in Wiesbaden eine Sicherheitsallianz an, bestehend aus Banken, Versicherern und der hessischen Polizei. Geplant seien präventive Schritte. Beispielsweise könne die Geldmenge in Automaten reduziert werden. Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Hessen war im vergangenen Jahr um fast 87% gestiegen auf 56 Fälle. Schienen, Brücken, Bahnhöfe. Die Deutsche Bahn hat die Weichen gestellt für umfassende Sanierungen in Hessen. Das Unternehmen will dieses Jahr bei uns mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Modernisiert werden sollen 65 Stationen. Die DB will in diesem Jahr außerdem 470 zusätzliche Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung neu einstellen. Die Kinobranche leidet das zweite Jahr in Folge unter der Corona-Pandemie. Laut einem Bericht der Filmförderungsanstalt Berlin sind im vergangenen Jahr rund 3,1 Millionen Kinokarten in Hessen verkauft worden. Das waren zwar rund 200.000 mehr als im ersten Jahr mit dem Coronavirus, aber immer noch deutlich weniger als 2019 mit hessenweit knapp 9 Millionen verkauften Tickets. Der Schlossgarten in Fulda wird aufwendig saniert. Dafür muss der Kampfmittelräumdienst allerdings erstmal das Erdreich nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg absuchen. Und deshalb sind seit heute Teile des Schlossgartens gesperrt. Die Orangerieterrasse ist nicht mehr zugänglich und das Parterre kann auch nur noch stark eingeschränkt durchquert werden. Im Zweiten Weltkrieg war der Schlossgarten in Fulda bei Luftangriffen getroffen worden, auch weil er in der Nähe von Bahngleisen liegt. Nun untersucht der Kampfmittelräumdienst, ob noch Blindgänger oder Munitionsreste im Erdboden dort schlummern. Wer im Stadtgebiet von Frankfurt häufig mit dem Auto oder Rad unterwegs ist, kann sich ab sofort die Grüne Welle-App aufs Smartphone laden. Die ist gratis, heißt Traffic Pilot und zeigt die richtige Geschwindigkeit an, um in einer grünen Welle über die Ampeln fahren zu können. Rund 256.000 Euro hat die Entwicklung dieser App gekostet. Die Hälfte habe der Bund bezahlt, so die Stadt heute. Durch die App sollen Kraftstoffverbrauch und Emissionen reduziert werden. Ja, und das Thema Schadstoffe in der Luft hat heute auch besonders die Limburger beschäftigt, Andreas. So ist es. So klar ist die Luft nicht immer in Limburg. Limburg gehört nämlich seit Jahren zu den Städten, in denen Fahrverbote drohen und unvermeidbar schienen, weil Schadstoffgrenzwerte an manchen Stellen und Tagen überschritten wurden. Seit heute scheint das Thema sich allerdings in Luft aufgelöst zu haben. Limburg atmet auf, weil hier an der B8 in der Innenstadt die Luft endlich ausreichend sauber ist und weil dadurch das Fahrverbot für ältere Benziner und Diesel erst einmal verhindert werden konnte. Ich finde das super als Limburger, weil sonst die Innenstadt komplett kaputt geht. Wenn jetzt das Fahrverbot eingetreten wäre, hätten wir uns überlegen müssen, ob wir noch kommen. Ich finde das gut, weil eben auch viele aus den Orten hier reinpendeln und gerade die eben noch ältere Dieselfahrzeuge haben, damit ein Problem hätten. Der Bürgermeister hat viel gegen die dicke Luft in Limburg getan. Tempolimits zum Beispiel und höhere Parkgebühren. Zur Not wäre er gegen ein Fahrverbot vor Gericht gegangen. Das sind tolle Nachrichten für die Menschen in Limburg und Umgebung, weil ein Dieselfahrverbot hätte die Menschen doch über Gebühr hier belastet. Vor allem auch unser Nebenstraßennetz. Und das treibt uns schon seit geraumer Zeit um in Limburg. Auch Frankfurt konnte ein drohendes Fahrverbot abwenden. Vergangenes Jahr wurde der Stickstoffdioxid-Grenzwert erstmals sogar hessenweit eingehalten. Das hat selbst die Umweltministerin überrascht. Doch sie weiß, dass der Erfolg nicht nur daran liegt, dass sie Frankfurt und Limburg Luftreinhaltepläne verordnet hat. Es hängt natürlich damit zusammen, dass im letzten Jahr aufgrund der pandemischen Lage viele Menschen Homeoffice gemacht haben. Aber es müssen sich alle weiter anstrengen, auch in den nächsten Monaten. Die Linke im Landtag fordert von der Ministerin, die Zeit bis zum Ende der Pandemie zu nutzen, um weitere Maßnahmen zur Luftverbesserung durchzusetzen. Sie hat sozusagen einen kleinen Bereich Aufschub zeitlich bekommen, den muss sie jetzt nutzen. Und der wichtigste Punkt in dem Bereich wäre Fahrpreiserhöhung im ÖPNV, wie beim RMV und beim NVV jetzt angekündigt, sind natürlich vollkommen kontraproduktiv. Es muss jetzt gelingen, die Menschen in Busse und Bahnen zu bekommen.
Die Umweltministerin möchte den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und ihr schwebt noch mehr vor. Wir können und müssen die Zeit nutzen, um die Mobilität zu verändern, andere Angebote zu schaffen, Radwege auf den Straßen frei zu machen. Wenn mehr E-Mobilität in den Städten Einzug hält, ist es auch besser für die Luft. Das plant auch Limburg, etwa indem man das Carsharing mit Elektroautos ausbaut. Schon in 3 Monaten gibt's den nächsten Stickoxidrapport. Bis dahin soll dem Thema Fahrverbote hier die Puste ausgehen. So sah es heute vor 40 Jahren in Bruchköbel bei Hanau aus. Nach einer Explosion in einer Fabrikhalle der Kosmetikfirma Reinelt. 3 Menschen starben damals bei dem Unglück, 18 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Stadt hat heute an das schreckliche Ereignis erinnert. Es sind Bilder, die Hans-Jürgen Herwig und Manfred Nitschke nie vergessen werden. Rauch, viele Menschen, viele Feuerwehrautos schon da. Ich habe den Krieg zwar nicht miterlebt, aber so kann ich mir vorstellen, dass es nach einem Bombenangriff ausgesehen hat. Die Fabrikhalle mit einer Fläche von knapp 2000 Quadratmetern wird komplett zerstört. Treibgas, das die Firma in Spraydosen drückte, ist in der Nacht durch ein Leck der Abfüllanlage ausgetreten und der Funke eines Lichtschalters löst wahrscheinlich die Explosion aus. In der Umgebung reißt die Druckwelle Dachziegel weg, Decken kommen runter und Fenster und Türen werden herausgerissen. Manfred Nitschke wohnt rund 100 Meter von der Unglücksstelle entfernt, in der Röntgenstraße Nummer 8. Es kam ja alles rübergeflogen von der Firma Reinelt, lag ja alles verstreut auf der Straße, in den Höfen. Rundherum waren hier auch viele Anwohner verletzt mit Schnittwunden oder Prellungen von herumfliegenden Teilen. Einer der ersten Helfer vor Ort ist Hans-Jürgen Herwig, Wehrführer der Feuerwehr in Bruchköbel. Der Brand war an sich gar nicht so groß gewesen. Das war also die erste Stichflamme, wie alles weggeflogen ist. Der ganze Einsatz ging ja den ganzen Tag, bis wir um 17 Uhr ungefähr, glaube ich, war dann die Meldung, dass niemand mehr vermisst wurde. Es folgen wochenlange Aufräumarbeiten. Über 550 Helfer sind vor Ort und sichern die Gebäude, auch in der Nacht vor Plünderern. Der neu gebaute Bauhof ist auch betroffen. Immer noch ein Gesprächsthema bei den ehemaligen Mitarbeitern. Ja, ja. Unbeschreiblich. Ja, ja. Wie ich hier Richtung Hof gekommen bin, habe dann die Halle gesehen, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. So was tut weh. Ja. Auf einmal habe ich eine fürchterliche Explosion gehört. Dann habe ich erst gemeint, die Heizung wäre explodiert im Keller. Und dann bin ich raus und bin ans Fenster und da war das Fenster war weg. Und die Splitter haben alles gegenüber in die Tür gesteckt, wie Speere. Der gesamte Schaden beläuft sich auf 20 Millionen Mark. Bruchköbel erinnert heute in einem Gedenkgottesdienst in der evangelischen Jakobuskirche den 3 Todesopfern der Explosion. Die Gedenkfeier soll aber ebenfalls an die positiven Aspekte des Unglücks erinnern. Das ist Bürgermeisterin Silvia Braun wichtig. Jeder hat jedem geholfen. Ne? Es waren ja so viele auch geschädigt. Man hat sich um die Familien der Verletzten und der Opfer gekümmert. Die Sachschäden, da musste auch der eine auf den anderen aufpassen. Und das ist auch ein Effekt, der über die Zeit nachwirkt. Und immer wenn man sich unterhält jetzt auch mit den Zeitzeugen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den jeder erwähnt. Die Explosion ist das Ende der Firma Reinelt. Heute erinnert nichts mehr an die ehemalige Firma. 2 Jahre nach der Explosion ist dort ein Wohngebiet entstanden. Aber der Käfer, der läuft noch. Jetzt nochmal Nachrichten mit Kai und zwar mit Neuigkeiten vom Kasseler Düngemittelkonzern K+S. Ja, der traut sich dank hoher Düngerpreise einen weiteren Gewinnsprung zu auf bis zu 1,9 Milliarden Euro. Außerdem hat sich K+S mit dem hessischen BUND im Streit über die Erweiterung der Halde Hattdorf geeinigt. Dort wollte K+S rund 18 Hektar Wald roden. Der BUND hatte dagegen einen Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingereicht. K+S verpflichtet sich jetzt, die Rodungsarbeiten nicht mehr in diesem Winter dort durchzuführen.
Eine 25-jährige Aktivistin soll im November 2020 eine Polizeiabsperrung im Dannenröder Forst attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft Gießen wirft ihr Landfriedensbruch vor. Deshalb steht die Angeklagte seit heute in Alsfeld vor Gericht. Aus einer Gruppe von etwa 40 Personen heraus soll sie, wie auch andere, Signalraketen, Steine und auch Rauchtöpfe in Richtung der Polizisten und Polizistinnen geworfen haben, die die Absperrung dort bewacht haben. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. In Bensheim haben Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums in einer friedlichen Zeremonie Stolpersteine verlegt. Die Steine sollen an Familien ehemaliger jüdischer Schüler und Schülerinnen erinnern. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg deportiert oder mussten fliehen. Deren Schicksale haben die Gymnasiasten im Rahmen einer Geschichtswerkstatt recherchiert. Auch Familien im nahegelegenen Lampertheim und auch in Bürstadt waren Opfer. An sie wollen die Jugendlichen ebenfalls mit Stolpersteinen erinnern. Ja, und weiter geht's jetzt mit Andreas und einer möglichen Football-Sensation bei uns in Hessen. Die American Football League unternimmt offenbar einen neuen Versuch, ihr Geschäft auf Europa auszuweiten. Diesmal nicht mit einem eigenen Ableger in Europa. Seit vergangenem Jahr gibt es ja schon eine eigenständige Europa League. Aber die amerikanischen Profis, die sollen zu zwei Spielen nach Deutschland kommen. Das soll heute Abend in Amerika verkündet werden. Ganz offizielle Spiele der NFL statt in den USA bei uns. Eins in Frankfurt. Erinnerungen an alte Zeiten. Denn wie bereits in den 90er Jahren könnten muskelbepackte NFL-Profis bald den Frankfurter Rasen umflügen. Ich werde mir auf jeden Fall ein Ticket kaufen. Definitiv. Also wird fest verbucht. Finde ich gut an sich. Ich verfolge jetzt seit 2 Jahren ein bisschen mehr Football. Ja, habe ich mich natürlich gefreut darüber. Da kriegt man die Chance, das vielleicht mal hautnah mitzuerleben und ja, interessiert mich auf jeden Fall. Was American Football in Frankfurt loseisen kann, das kennen wir bereits von den Heimspielen der Frankfurt Galaxy. Der Stadionsprecher, damals wie heute, eine Legende. Bei allem, was ich bisher gearbeitet habe, im Rundfunk und bei Live-Veranstaltungen, so etwas wie hier habe ich noch nie gesehen. Das ist der größte Spaß, den ich in meinem Leben gehabt habe. Werner Reinke, die Stimme des American Football, war live dabei, als das Frankfurter Waldstadion erbebte. Bei den Spielen der NFL Europe, aber auch bei den legendären Powerpartys davor. Ein irrer Anblick war, von der Bühne aus über dieses Menschenmeer zu gucken, von den zigtausend Leuten, die alle einfach nur gut gelaunt waren und alle einfach nur Party machen wollten. Gewaltig. Nummer 99, Left End, on the starting defense, Frank Messmer. Gänsehautfeeling für Fans und Sportreporter. Auf den hr-Football-Experten Dirk Froberg wartet eine reizvolle Aufgabe. Ist ja schon schräg, so ein NFL-Match bei uns. Man stelle sich vor, Eintracht Frankfurt trägt ein Bundesligaspiel beispielsweise in Peking, China, aus. Das hätte ganz klare kommerzielle Hintergründe, sprich den Markt, den chinesischen Markt zu erschließen. Irgendwie fühlt man sich dann doch jetzt aber ein bisschen wie China, wenn die NFL nach Frankfurt kommt, aus den gleichen kommerziellen Gründen. Das kann man mögen oder dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Die NFL durch die Auftritte in Deutschland als Marke noch bekannter machen. Kaum ein Ort scheint dafür besser geeignet als Frankfurt. Wenn sowas stattfinden soll, dass die NFL-Mannschaften nach Europa kommen, ja dann doch bitte zuerst nach Frankfurt. Denn hier ist die Saat schon lange gesät, hier ist der Boden bereitet, hier sind die ganzen feierwilligen Football-Fans. Und ich bin sehr sicher, wenn die Veranstalter keine Riesenfehler machen, dann ist das Ding innerhalb von einem Tag ausverkauft. Ausverkauft, so wie in den 90ern. Deutschland als Entwicklungsland ist auch mal was Neues. Zwei kleine Otter, die haben bestimmt das Zeug zu neuen Publikumslieblingen im Tierpark Alte Fasanerie in Hanau. Otter Bollek und Bubla, so putzig die zwei sind. Eigentlich haben sie eine traurige Geschichte, wie es aussieht, allerdings mit Happy End. Bollek und Bubla sind Fischotter und die neuen Publikumslieblinge im Wildpark in Hanau.
Sie benehmen sich wie Kleinkinder und das sind sie auch noch. Erst wenige Monate alt und seit Dezember hier. Was sie vor allem interessiert, ist der nächste gute Snack. Tierpflegerin Hanna Patek ist Ersatzmutter für die kleinen Welpen. Otter gehören zu den bedrohten Tierarten. Beide wurden ohne Mütter aufgefunden und kommen aus Tschechien. Die Mamas sind sehr wahrscheinlich mit einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und die Fischotterchen sind in diese Station, Auffangstation gebracht worden. Und weil die ja so ganz klein waren, also der eine hat ja 400 Gramm, der andere hat 500 Gramm, haben sie die mit Flasche großgezogen. Sie wollen ja nur spielen. Und auch das Beißen ist spielerisch gemeint von den Ottern. Aua, aua, hallo. Vom Schmerzfaktor wie bei einem kleinen Hund. Die Otter haben es auf den Mikrofonschutz abgesehen. Sie gehen taktisch sehr geschickt vor. Nein, jetzt das Mikro. Schatzi, komm mal her. Anfangs hoffen wir noch, dass sie adoptieren spielen wollen, mit zurückbringen und so. Ja, das ist ja Spiel vom Tag. Aber keine Chance. Schon bald ist klar, tschüss, Mikrofonschutz. Trotz fehlender Manieren, die Otter sind Besucherlieblinge. Auch wegen ihres niedlichen Aussehens natürlich. Braun und langen Schwanz und kurze Beine. Und dann gibt es noch eine Trainingseinheit für Bolek und Bubla. Die beiden sollen zahm bleiben und lernen, dass es sich lohnt zu arbeiten, weil es dann was zu fressen gibt. Das ist ganz lustig. Das machen sie gerne, also nicht lang, aber machen sie schon gerne. Woran merken Sie das? Weil die ja so schnell sind, weil die das so mit Lust und mit Schnelligkeit und halt, ja, das gefällt ihnen. Bolek und Bubla sind nicht zimperlich miteinander, vertragen sich aber grundsätzlich. Die Aussichten sind gut, dass das so bleibt. Auch zur Freude der Zuschauer. Ja, sehr putzig. Jetzt gleich das Wetter mit Wolfgang Rossi und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, schönen Abend.